Einen wunderschönen guten Tag, hi. Heute steht EO257 auf dem Plan. Ich habe gestern Abend diesen Block hier zerlegt. Kunde hat das Auto gebracht, 40.000 Kilometer nur gelaufen. 2014er SDI, eigentlich ohne Probleme. Er sagte, läuft manchmal ein bisschen unrund, aber wir bauen dann ein Closed-Set draus, volles Paket, das Ding braucht Leistung. Was ist mir aufgefallen? Bei Zerlegung, Kolbenringsteckbruch. Ich zeige euch das jetzt mal. Der Kolbenring hier auf Zylinder 1 hat sich hier auf der Druckseite ziemlich zerlegt. Wir können hier einzelne Teile so rausbauen. Ich mache das jetzt einfach mal. Dann gucken wir nämlich, wie tief ist der Schaden im Kolben. Wie weit reicht er in das Kolbenmaterial hinein? Wie viel Druck war der Kolben ausgesetzt? Denn wir reden gleich noch so ein bisschen darüber, warum passiert das und was kann man dagegen machen. Warum passiert sowas? Es ist ganz einfach, das ist klopfende Verbrennung. Klopfende Verbrennung ist, wenn sich das Gemisch, bevor es auf OT ist, schon verbrennt und der Druck nicht in eine Drehbewegung umgesetzt werden kann. Hier habe ich euch mal ein kleines Beispiel dafür, damit das leichter zu verstehen ist. So sieht das normal aus. Kolben fährt OT, UT, OT, UT. Und wenn der Kolben jetzt hochfährt, Kraftstoff wird eingespritzt, das zündfähige Gemisch ist jetzt hier im Brennraum, es wird verdichtet in dem Moment und dann kurz vor OT kommt der Zündfunke. In der Zeit, bis das sich entzündet, ist der Kolben dann schon hinter OT gefahren und es verbrennt und der Kolben wird runter beschleunigt. Ist das nicht der Fall, wenn der Kolben hochfährt, der Zündfunke kommt zu früh, es verbrennt sich jetzt schon in dem Bereich, dann kann es nicht in eine Drehbewegung umgesetzt werden. Der Kolben kriegt total einen auf den Deckel, das ist dieses Klopfen, was man hört, und sorgt für genau solche Schäden. Ja, wann passieren genau solche Schäden? Solche Schäden passieren, wenn die Brennraumtemperatur zu hoch werden, das Gemisch sich erstmal von alleine entzündet, oder wenn das Mapping zum Beispiel nicht gut ist, wenn der Zündzeitpunkt falsch gewählt ist, bei Schäden vom Klopfsensor, wenn er die Zündung in die falsche Richtung verstellt oder generell Probleme mit Luftmassmesser oder Lambda-Sonde. Ne? Wann sowas auch passieren kann, ist zum Beispiel, wenn man noch Top-Mount fährt, dass man im Stau steht und der Stau löst sich auf und die Ansaugluft hat sich sehr stark erhitzt und man gibt dann Vollgas, dann passiert sowas zum Beispiel auch. Allerdings bei den Original-Mappings ist aufgefallen, dass es sogar im Teillastbereich passiert, weil die Autos so mager abgestimmt sind, um den Emissionswerten einfach immer gerechter zu werden. Deswegen ist immer beim Originalfahrzeug eine Abstimmung zu empfehlen, definitiv. Ja, was machen wir jetzt hier? Der Motor bekommt einen Closed-Deck-Umbau, wir machen mal Schmiedekolben rein, Pleuel. Eine neue Kurbelwelle, denn man hat hier deutlich Riefen zu sehen. Denn die Pleuellager haben auch deutlich einen abbekommen, weil er eben geklopft hat, der Motor. Jetzt machen wir da alles neu und dann funktioniert das wieder.